Hallo, willkommen bei Janne, ich spielt. Ich spiele den zweiten Teil von Force of Nature. Hab jetzt meine Materialien gesammelt und will einen Coal Smoker bauen und den hier irgendwo platzieren. Da. Und einen Blast Furnace. Irgendeinen Ofen. Fragt mich nicht. Irgendeinen Ofen. Drehen kann man die Sachen auch. Einfach mit dem Mausrad. Mal gemacht. Stein. Das Gestrüpp da rundum mache ich natürlich noch weg. Aber ich habe immer noch das Stamina-Problem. Und dann soll ich was tun? Kohle craften. Okay. Gut. Ich brauche auch immer noch die Münzen. Da ich jetzt wieder hergestellt bin. Schau ich doch mal, ob die kleinen Goblin-Gnome-Dings da wieder sind. Weiß nicht, wie die heißen. Sind das Goblins? Sind das Gnome? Zwerge? Auf jeden Fall sind sie böse. Und ich brauche den Loot. Aber hier ist keiner. Damit. Das ist schade. Ich hier durch die Büsche. Ja. Schmal da hoch. Ein bisschen. Hallo Ziege. Sag ich doch. Ups. Das ist der Bär. Ich glaube, da nehme ich lieber das Wildschwein. Ist zwar auch böse, aber nicht ganz so böse wie der Bär. Aua, aua, aua. Aua. Hm, ein Schaf, ein Schaf. Nee, zwei Schafe sogar. Wow. Schade, dass ich die noch nicht fangen kann. Da ist ein Fuchs. Zwei Ziegen. Das ist ja richtig gut besucht hier. Ist schon noch ein Bär. Mhm. Irgendwo kommt was angerannt. Das ist noch so ein blödes Wildschwein-Ding. Ach ja, super, nee, nix wie weg hier. Weglaufen kann man eigentlich nicht. Ja, gut, da bin ich jetzt auch mal gestorben. Die Viecher sind alle schneller. Ja, ich habe nur Weizen verloren, das ist gut. Gut. Hier mich auf. Hatte ich auch noch die schwächste aller Waffen. So, ich soll Kohle machen. Mal 10. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich machen soll. 20. Okay. Mehr konnte ich aber nicht machen. Dann fehlen mir bestimmt Baumstämme. Naja, immerhin bin ich jetzt mein Stamina wieder komplett hergestellt durch den Tod. Ich gerade mal hier die Bäume um. 10 Schläge. Da stehen auch noch. Ich muss sagen, ich finde die Grafik wirklich ganz hübsch. Jetzt vom Blickwinkel mal abgesehen. Sehr hübsch gemacht. So die Blätter und so. Finde ich, sieht gut aus. Ja, reicht noch für den einen Baum. Stämme müsste ich jetzt genug haben. Ich hoffe, es waren auch Stämme, die ich brauche und keine Äste. Gut. Ja. Oh. Und Glowing Ember brauche ich auch. Dafür brauche ich allerdings Äste. Hm? Ach, habe ich anscheinend noch genug. Komm, hau rein. Tut sie halt einfach. Hm.
aufräumen hier so lange. Ich muss mich an die Steuerung zum Aufsammeln-Taste erst noch gewöhnen. Das ist ganz neu für mich. Natürlich einen Seeblick haben, deswegen stört das ganze Gestrüpp hier. Ich nachher einen Zaun, nachher, ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber dann später mal einen Zaun drumherum bauen, dachte ich mir so. Zum Schutz und weil es hübsch aussieht. Ein bisschen Ember müsste mittlerweile fertig sein. Solange die eine Produktion läuft, kann ich auch keine neue starten. Ich könnte noch ein Kohle-Dings bauen. 5 Clay und 10 Sand. Ist eigentlich keine schlechte Idee, weil Kohle ist wichtig. 10 Sand und 5 Ton. Ziemlich direkt nebendran. Reicht nur für einmal. Fehlt Ember. Vielleicht gibt es dann später auch noch mal eine bessere Methode, das Emberzeug herzustellen. Ich weiß es nicht. Jetzt aber. Jetzt brutzelt das so vor sich hin und hier kann ich dann, ach, eine Schmelze ist es, genau, kann ich die Materialien dann einschmelzen. Okay, das brutzelt also. Ich kann wieder rennen. Und irgendwann müssen diese kleinen Typis ja wiederkommen. Dachte ich. Ich weiß, dass die neu spawnen, aber keine Ahnung wann. Jetzt, ach doch. Nee. Ich lasse uns jetzt auch mal ein bisschen Kupfer fallen und nicht nur Gold. Ja. Und ich habe mal nachgeschaut, also in der Steuerung gibt es keine Dodge-Taste. Wenn, dann ist es wahrscheinlich nur so. Aber dass das jetzt irgendwie besonders erfolgreich wäre, könnte ich nicht sagen. Keinen Plan. Das müsste jetzt aber reichen, oder? Yep. Also zurück. Das habe ich ja jetzt nur gemacht, um die Quest zu erledigen. Der Hase hat mich erschreckt. Oh, sammle ich noch die Kohle ein? Die Kohle? Noch keine fertig. Hey. Oh no. Tick-Tack. Ein Iron Ingot kriegen. Okay, Eisenerz habe ich ja schon. Toll. Ich brauche einen Melting Pot und einen und Ember wieder. Das Ember habe ich. Ja, ganz toll. Hm.
Soll ich noch ein zweites Lagerfeuer bauen? Verdammt. Ich brauche Äste. Die sind ja relativ schnell besorgt. Ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung, wie man eine Produktion stoppt, die man schon gestartet hat. Also, der macht jetzt seine 45 Ember. Und ich weiß nicht, wie ich es abbrechen kann. Ich gehe nochmal gucken, vielleicht steht hier was dabei. Das war geschickt. Andererseits schadet ein zweites Lagerfeuer sicher auch nicht. Was brauche ich denn für diesen Topf? Na, Clay. Man muss jetzt ganz, ganz viel Rohstoffe besorgen. Nicht. Ich kann mal gucken. Kaffee. Yummy. Yummy, yummy. Dann kann ich hier in dem Feuer jetzt den Topf machen. Den Melting Pot. Geht ja zum Glück relativ schnell. Na gucken, schon ein bisschen weitergekommen. Ich denke aber, das Gebiet ist ziemlich riesig. Ja. Hat ja dann auch noch andere Biome, habe ich gelesen. Eis und Schnee und sowas. Jetzt. Rein. Vielleicht noch mal Kohle machen. Schadet ja nichts. Ich habe auch wieder ein bisschen Stamina, also gleich wieder aufräumen. Was brauche ich? Oh nein. Auf in den Kampf. Ich brauche schon wieder Kupfermünzen. Und die beiden waren, oder die drei, da waren ja noch mehr. Also gehe ich einfach dahin zurück. Ich könnte ja jetzt natürlich auch woanders hingehen, aber da kenne ich mich nicht aus. Und es ist eh schon so gefährlich. Kleiner Mann zu mir. Oh, zwei kleine Männer, nicht gut. Oh, die sind aber zäh. Ach, ich habe die falsche Waffe ausgerüstet, kein Wunder. Oh Mann, jetzt sterbe ich in meiner eigenen Doofheit. Brauche ich? Ich habe keine Ahnung. 15?
Ein Huhn. Zwei. Gut. Brauche ich 15 oder? Nee, ich brauche 20, glaube ich. Oh doch, ich habe alles. Yay. Eine Hütte bauen und einen Ofen bauen. Okay. Ich ziehe weg hier. Also schon ganz schön verwinkelt hier. Aber diese Pflanzenbarrikaden sind natürlich auch ein Schutz vor den Monstern, weil die da auch natürlich auch nicht durchkommen. Mein Geheimweg kennen die noch nicht. Eine Hütte bauen. Aber wo baue ich die denn hin? Ist die in die Mitte? Wie baue ich die denn überhaupt? Okay. Das ist also ganz, ganz viel sammeln. Und das andere, das ich bauen soll, die Anvil Schmiede, nicht ganz so viel. Dann kann ich eine Kiste bauen. Nägel, wie mache ich denn Nägel? Ach, bestimmt in der Anvil dann. Ah, Brunnen. Craft Table. Also zuerst die Hütte. Als Äste. Stämme, Seile. Wie viele Seile kann ich denn schon machen? Genug. Sehr schön. Also nur noch Stöcke und Stämme. Nehme ich doch die beiden Bäumchen hier. Ein bisschen unpraktisch, dass man sich die Rezepte nicht außerhalb des Baumenüs angucken kann. Da jedes Mal wieder reinschalten muss. Aber es geht schön aus. Müsste ich ja jetzt die Hütte bauen können. Ja, und die stelle ich hin. Hey, sind die da? Ah. Dahin vielleicht? So. Sehr schön. Und die andere auch. Nochmal 13 und Eisen in Gottes. Das kann ich doch jetzt schon machen, oder? Eins habe ich. Also nur noch Stämme. Gucken, welche Bäume noch im Weg rumstehen. Was ich nicht sehe, weil ich den Kopf nicht heben kann, aber ich mach mal hier weiter. Autosave, wie man gerade gesehen hat. Die Büsche stören mich auch.
Ein Schlag wäre doch noch gegangen. Schwächling. Das Ingot ist ja fertig. Oder in Arbeit zumindest. Und die Hütte ist... Oh, ich mache mal ein Bett rennen. Ich glaube aber, das Ingot ist zuerst fertig. Tja, Hütte, hast du Pech gehabt. Fertig. Und so stelle ich die Schmiede jetzt hin. Wie sieht die denn aus? Klein und handlich, dann stelle ich die doch hier nebendran. Und vielleicht andersrum, so. Und vielleicht brauche ich später noch einen anderen Schmelzofen. Nee, vielleicht hier. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Soll ja auch ein bisschen symmetrisch sein. Yay, meine Hütte ist fertig. Okay, sehr bescheiden. Da kann ich mich ja gerade mal reinlegen, dann ist sie voll. Die Anvil baut. Ich räume auf. Äpfelchen. Die Karnickel kann man leider gar nichts anfangen. Man kann sie nicht zähmen, man kann nichts damit machen. Völlig überflüssig, aber hübsch. Die großen Glubschaugen. Und fertig. Yay. Ja, sollte ich noch irgendwas machen? Oh, Nägel. Okay. Oh, und ein Craft Table. Man sollte schon lesen, was man tut. Craft Table. Uiui. Plank. Und 15 Nägel, die ich doch hier machen muss. Ne? Und was brauche ich dazu? Ich brauche Zange. Und einen Hammer. Kann ich doch hier machen. Und so brauche ich ein Seil. Das ist schon ein bisschen umständlich so manchmal. Und die Tongs kann ich auch hier machen. So brauche ich auch wieder ein Lob. Jetzt muss ich das Ding hier einsammeln, sonst kann ich gar nichts machen. Den Hammer, nicht das Ding. Ich nehme den Hammer. Ich nehme den Hammer und mache mal zwei Seile. Und dann mache ich Tongs. Ich, das wollte ich doch gar nicht. Ich muss doch auf die Zange warten. Nehme ich und jetzt gehe ich auf die Angel. Die Mine habe ich alles. Okay. Okay. 10 Nägel kann ich machen. Das ist ein bisschen wenig. So, Glowing Ember müsste ich ja noch haben. Mache ich wieder ein paar.
Und was war es noch? Eisen? Eisen oder Kupfer? Nichts von beiden. Ich habe Coins, vielleicht kann ich die nehmen. Oh ne, hab ich zu wenig. Schade. Hätte mich, wenn ich jetzt nicht Eisen nehmen würde, wo ich doch hier die Steine habe. Hatte ich beim ersten Versuch die Axt ausgerüstet und habe auf den Stein rumgehauen. Das hat nichts gebracht. Außer, dass Stamina leer geworden ist. Da war verdammt wenig Eisen drin in dem Eisenfelsen. Jetzt. So, wie viel Eisenerz habe ich jetzt? 7. Da ist noch Kohle drin, die nehme ich mit. Und die auch. Muss ich wieder warten. Und habe jetzt inzwischen schon wieder vergessen, was ich eigentlich bauen soll. Ach so, den Craft Table, genau. Planks. Richtig, Planks. Nägel ist klar. War vielleicht. Habe ich denn schon wieder keine Baumstämme mehr? Oh Mann. Irgendwas ist doch immer so. Welche Stämme nehme ich jetzt? Der hat mich doof angeguckt. Auch nicht alles oben, weil... damit der Durchgang für die Bösen frei wird. Immer. Schon ein bisschen ein Auge drauf behalten. Allerdings mag ich es nicht so zugebaut zu sein. Weil sind meine Äpfel leer. Was habe ich jetzt? 6 Stämme? Ah, das kann ich ja hier machen. Ich glaube, das reicht, oder? Gleich ich mich mal zurück zum Schmelzofen. Ah. Dann kann ich doch hier schon mal Nägel in Auftrag geben. Das ist sehr schön. Hier gebe ich noch mal Kohle in Auftrag, die ich nicht in Auftrag geben kann, weil ich schon wieder keine Himmel. Die Bäume kann ich da oben haben. Wie gesagt, das Obst wächst sowieso nicht neu. Also. Die erfüllen dann überhaupt keinen Zweck mehr. Ein Treten, vielleicht fällt hier noch irgendwas runter, das ich brauchen kann. Eine Nuss.
Stamina ist schon nervig. Aber die Nägel sind fertig. Und dann kann ich doch... Ah, die Planks auch. Nee, noch nicht alle. Aber trotzdem, 21 habe ich. Das reicht für den Table. Und den kann man nur in Gebäude stellen. So. Also ich kann nicht behaupten, dass hier jetzt knaller viel Platz ist, aber ich stelle den jetzt einfach mal so da rein. Also die Hütte hätten sie ja nur wirklich ein kleines bisschen größer machen können. Die ist schon sehr klein. Jetzt ist gleich der Tisch fertig und damit ist die Quest ja dann auch erledigt. Und dann gibt es bestimmt eine neue Quest. Mich würde da wirklich mal eure Meinung interessieren, ob ihr mehr davon sehen wollt. Da gibt es natürlich noch einiges zu entdecken. Das ist jetzt, ja, jetzt nur ein paar Schritte gegangen. Wie gesagt, andere Biome, andere Gegner, andere Aufgaben. So wie, so weit habe ich noch nicht gespielt. Ich weiß es nicht. Craft a Trap. Genau, mit der Falle kann ich Tiere fangen und zähmen. Wie die Schafe, die wir gesehen haben, und die Ziegen. Schafe geben Wolle, Ziegen geben Milch. Die Falle kann ich aber hier nicht machen, die muss ich am Tisch machen. Kann ich schauen. Seile. Ja, natürlich. Ja, kann ich ja eine Menge machen. Ich bin 20. Oh. Also ich hätte dann 20 gemacht, wenn es ginge, aber 19 ist auch okay. Und was brauche ich noch? Sticks. Oh, habe ich noch? Any Knife. Any Knife kann ich doch hier machen. Stone Knife. Dann das Werkzeug, das die Werkbank an sich braucht. Also das ist dann auch weg. Glaube ich. Kommt dann hier oben rein. Was kann man dann statt des Splinters da rein tun? Keine Ahnung. Ach, Cancel. Ich bin aber auch doof. Da ist ja der Cancel-Button. Ja. Viele Seile hat man nie. Und ist ja auch gleich fertig. Und dann wollte ich was machen? Fallen, genau. Mann, ich sollte mir das mal aufschreiben. Okay, das kommt jetzt da oben rein. Hm. Ach so. Ja, und dann könnte ich dann meine ersten Tiere fangen. Leider nicht mehr in der Folge. Für jetzt war es das nämlich. Das ist so hübsch, wie das dann immer. Jetzt wird es gerade dunkel. Mal zeigen, wie schön das dann immer leuchtet. Naja, das leuchtet jetzt noch nicht so toll. Ich schwöre, es leuchtet, wenn es dunkel ist. Ein bisschen glüht es. Und der auch. Die Schmiede natürlich nicht. Also hübsch, finde ich. Und für jetzt war es das auch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns vielleicht in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.